Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich wollte heute mit euch meinen nächsten Verbis-Vermerk durchlesen aus meiner Anfrage gemäß Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, die ich an mein Jobcenter gestellt hatte. Falls ihr euch erinnert, beziehungsweise falls ihr es noch nicht getan habt, stellt auf jeden Fall auch eine Anfrage gemäß Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung an euer Jobcenter. Das macht super viel Spaß und ist super interessant. Eine Vorlage für eine vollumfängliche Datenanfrage, die verlinke ich euch hier irgendwo. Genau, macht das am besten noch heute. Dann noch eine kurze Frage, bevor wir hier einsteigen. Ein bisschen anderes Thema. Die Jobcenter Academy hat eine Anfrage vom Fernsehen bzw. irgendeiner Fernsehproduktion bekommen, ob wir da für einen Beitrag mitarbeiten wollen. Ich glaube, es heißt, irgendwie wird es wohl um Abends Deutschland oder so etwas gehen. Ich kenne es selber nicht. Vielleicht kennt ihr es, aber mal. Ich wollte vorher mal die Community fragen. Was denkt ihr davon? Fernsehen, Jobcenter, Academy, sollen wir das machen? Sollen wir das nicht machen? Glaubt ihr, wir könnten dadurch noch ein paar Arbeitslose erreichen, die wir hier dann auf den YouTube-Kanal bekommen? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ich freue mich über eure Beiträge. Jetzt aber zurück zu meinen Verbis-Einträgen. Zur groben Einordnung, wir befinden uns hier noch relativ am Anfang meiner Arbeitslosigkeit im ALG 1 Bezug. Ich hatte vor kurzem meinen Job im Naturschutz gekündigt, als ich gemerkt habe, das hier macht alles keinen Sinn. In meinem letzten Verbis-Vermerk, den wir uns gemeinsam angeguckt haben, hatte ich eine E-Mail an meine Beraterin geschrieben, in der es um das Gespräch ging, das ich mit der Psychologin von der Bundesagentur für Arbeit geführt habe und um ein Coaching, an dem ich teilnehmen sollte. Kurz nach dieser E-Mail, ich glaube einen Monat später oder irgendwas, fand wohl ein telefonischer Kontakt mit meiner Bundesagentur für Arbeit, mit meiner Beraterin statt. Dass wir so viel telefoniert hatten, das hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Auf jeden Fall steht hier Folgendes. Telefonische Beratung zum Ende des Coachings. Zum Coaching wollte ich nochmal sagen, das hatte ich damals freiwillig mitgemacht. Ich hatte damals gedacht, wenn ich freiwillig mitmache, vermeide ich, dass ich was mit Rechtsfolgenbelehrung bekomme. Das hat auch geklappt, aber macht natürlich keinen Sinn, weil wenn ich mitmache, habe ich ja eh schon mitgemacht. Das Coaching war auch jetzt nicht wirklich super cool. Ich habe irgendein Stimmcoaching mir dann ausgesucht, wo ich dachte, davon habe ich wenigstens vielleicht noch was. Aber war nicht so gut. Es steht jetzt auf jeden Fall weiter hier. Die Bewerberin befindet sich derzeit noch in der Findung ihrer beruflichen Nische, möchte gern weiterhin im Umweltschutz tätig sein, jedoch mit reeller Arbeit, welche etwas bewirkt. Dauer der Arbeitslosigkeit heute gespiegelt. Dazu muss man auch sagen, dass dieselbe Person, die hier schreibt, Dauer der Arbeitslosigkeit heute gespiegelt, die das geschrieben hat, die hat mir auch bei unserem ersten Termin gesagt, als ich direkt wieder in eine Selbstständigkeit, also direkt in eine Selbstständigkeit und wieder losstarten wollte, hatte sie mir gesagt, ich soll erstmal in der Arbeitslosigkeit ankommen. Also das habe ich dann gemacht. Jetzt schien es hier wohl schon ein bisschen zu viel zu sein. Auf jeden Fall steht hier dann weiter, zudem mögliche berufliche Alternativen aufgezeigt, wird hier recherchieren. Zudem eingehender Hinweis auf eine realistische Berufssuche und Einstellung. Die Bewerberin wird sich der Tipps annehmen und auch in diese Richtung recherchieren. Eigenbemühungen laufen. Das laufen sie natürlich immer noch. Bewerberin gibt weiter Rückmeldungen und das tue ich natürlich immer noch. Das war mein nächster Verbis-Eintrag. Ich finde es ganz spannend, ich kann euch das nur empfehlen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Und schreibt mir natürlich, was ihr zu der Frage denkt, ob wir hier uns ins Fernsehen trauen sollen oder nicht. Denkt ihr, das ist eine Chance oder ein Risiko? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.